der Spinnenkönigin. Turm of the Spider Queen. Wo bin ich? Ich bin relativ weit oben. Also, was nehmen wir? Wir könnten den guten Xul auspacken. Xul ist immer eine gute Idee. Black. Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Das sieht schon wieder mordsmäßig beschissen aus. Ich bin kein großer Freund von Valera so früh. Easy zu countern. Das sieht nach Double Tank aus. Lasst uns eine Runde fliegen. Ich will ja nichts sagen, aber wir müssen hier Double Tank spielen. Solo Tank Atanas finde ich gelinde gesagt ziemlich beschissen. Spielen die nur mit einem Tank? Warum? Hä? Ich bin Karasim. Ida, leite meine Fahrt. Solo Atanas ist scheiße. Wenn die Double Tanks spielen, sind wir gefickt. Sie spielen Double Tank. Wir sind am Arsch. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Wir sind so hart gefickt. Yeah, 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 yeah. Jetzt geht ja halt Tarkis. Oh Gott. Not Tarkis. Hey, yay, lass mal Tarkis mit. Funktioniert bestimmt. Easy. Oh Gott, ich hoffe, die Valera ist gut, aber Valera macht nicht so harten Damage. Valera wird niemals so wie Illidan oder auch, ja, bei Trace ist was anderes. Aber Valera wird niemals irgendwo bei 80k oder so sein. Valera wird immer unten bei 40k rumdümpeln, weil sie nur dazu zuständig ist, uns gute Stunts und gute Kombos bzw. Die Kills zu holen, zu sichern.
Das ist ihr Job. Mehr muss sie nicht machen. Aber der hat das Valar-Porträt. Ich habe die Hoffnung, dass er gerne Valar spielt. Und auch kann. Oh Mann, ey. Ich freue mich schon auf den Cocoon. Das ist der Ulti, wo Blizzard was machen muss. Cocoon. Bitte. Alle für den Kampf bereit machen. 60 Sekunden auf 80 Sekunden, Cocoon. Das würde allein schon reichen. Von mir aus auch 10 Sekunden. Aber Cocoon auf 60 Sekunden zu lassen, ist halt einfach... Ja, mal gut, man kann ihn zerstören, ne? Man muss halt nur darauf reagieren. Das machen halt einfach die wenigsten. Deswegen funktioniert es halt auch immer so gut, mit Cocoon zu spielen. Hoffentlich seid ihr soweit, denn wir beginnen in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Der Kampf beginnt! Mein Geist ist Hallo, guten Tag, ich bin Stitches. Und jetzt bist du halt am... Na, er geht nicht, er engage nicht. Nice. Wie wir rotieren. Go, go, lass hoch rotieren. Für die Faust der Götter. Die Schlacht steht bevor. Habe ich mal ordentlich eine Kelle verteilt. Für die Faust der Götter. Rotieren nicht gut. Das ist eine scheiß Rotation, die wir hier haben. Der Sturm bricht los. Wir müssen wieder rotieren. Unsere Rotation ist scheiße. Entweder wir rotieren alle oder wir lassen es bleiben. Nehmen wir den Heal mit, die haben nicht so viel Auto-Attack, wir nehmen den Heal mit. Mein Pfad festigt sich. Ihr werdet unterliegen. Ich freue mich auf eine erneute Prüfung. Ja! Oh Mann, ich erschrecke mich jedes Mal. Danke für den Follow, nehme ich an. Bekannt! Der Outlane Ass. Mein Geist ist klar. Eure Kraft lässt euch im Stich. Für Ivgorod. Eure Schwächen sind offenbar. Tolle Technik. Alles zermatscht. Ihr werdet unterliegen. Die Götter sind in... So, runter. Abrotieren. Nicht da drauf gehen. Einfach weiter rotieren. Was macht ihr da? Ah, Goddammit. Ah, eine Herausforderung. Die Schlacht steht bevor. Oh oh. Eure
Can-Do-System. Wählt ein Talent. Jetzt haben wir eine gute Rotation. Ab geht's. Go, go. Geht doch nicht über einen kleinen Taschenreiner. Ich freue mich auf... Okay, die Johanna muss sterben, jawohl. Da konnte konnt sich mitnehmen, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Schön gemacht, Team. Natürlich. Good job. Ragnar rausgrillen, ab geht's. Tolle Technik! Und ich hab kein Mana mehr, ich muss euer weggehen. Sorry, Team. Ihr seid voll in Fahrt! Natürlich. Ja, jetzt funktioniert's besser mit der Rotation. Ich spüre ihre Macht. Kommt, meine Kinder, kommt zu mir. Falls hat grillen. Ab geht, ab geht. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen weg. Zeigt keine Gnade. Oh Mann, die lassen sich da abfahren. Scheiße, ey. Wählt ein Talent. Ah. Pain gleich. Bald kann ich ein neues Gelege spinnen. Bringt mir die Jungen. Macht immer Spaß zu sehen, wie sie einstürzen. Die Patriarchen werden erfreut sein. Ich ziehe mich zurück. Ja. Wo ist mein Widersacher? Wir können nochmal eincashen, sie können allerdings auch eincashen. Ich glaube, wir können das aber easy defenden. Hallo? So, Valera hat schon. Okay. Ich gehe nochmal so schnell zum Brunnen, damit wir für den Teamfight gewappnet sind, wenn wir jetzt halt voll drauf fahren. Sehr gut gespielt vom Team. Wir hatten zwar Probleme, aber. Euer Bestes war wenig überzeugend. Ein Feuer!
weniger. Was machen die Johanna da? Wo ist mein Widersacher? Oh Gott! Kein Mana mehr. Unaufhaltbar. Ja, läuft bei uns. Vernichtet ihre Konstrukte. Bringt die Juwelen zu meinem Altar, bevor euer Feind es tut. Mein Geist ist klar. Der Sturm. Wählt ein Talent. Sowas macht man nicht, sowas ist unsportlich. Gut ausgeführt. Alter, das ist aber richtig unnötig. Stitches. Tolle Technik. Ja, genau so. Eure Technik lässt zu wünschen. Ah, schade. Der Fallsatz fliegt einfach genau ran und stirbt. Ah, nice. Hätte ich auch gedacht, nein, Kara 7 stirbt, dann müssen wir gleich Counterkill geben, kann so nicht sein. Wie hart wir die einfach wegrotzen, ey. Die sind irgendwie tiltet. Also, die Johanna hat sich da einmal umbringen lassen hier hinten. Also was macht man halt einfach nicht, ne? Auch wenn Scheiße läuft, einfach weiterspielen. Das ist halt einfach, weiß ich nicht. Einmal mehr diene ich. Ich begrüße jede Prüfung. So wird's halt nicht besser, ne? Wenn man das macht. Alter Schwede. Eure Schmecken sind offenbart. Na komm, dann gehen wir auch nochmal Runde. Mal rein. Vorzügliche Heilung. Du musst auch drin stehen bleiben. Steht bevor.
Deine Macht gehört wieder mir. Hallo, Valera. Lasst nur Schutt und Asche zurück, meine Töchter. Okay, das war mal ein Easy Game. MVP. Das war mal ein Easy Game. Tausend gehalten nach 15 Minuten. Holy shit, ey. Und die Valera. Ich habe eben gerade noch gesagt, ja, Valera wird niemals in die Regionen oben kommen, aber der hat es echt gut gemacht. Es war auch ein leichtes Spiel. Irgendwie war die Johanna war irgendwie tilted. Die hatten keine guten Engages auf den Cocoon von Anubarak. Der Falzat war immer fieden. Der Ragnaros war immer fieden. Weiß nicht, ich habe mal mehr Glück als alles andere, glaube ich, dass wir so komische Spiele auf der Gegnerseite hatten.